Das heißt wohl, es ist schon drin. Nehme ich mal an, wenn da aktuell steht. Große Dekoration. Wir hätten hier zum Beispiel einen. Mach auch Zoom hier. Achso, das geht ja noch nicht. Ist das doof? Okay, wir hätten hier zum Beispiel einen Tisch. Ich kann da drehen. Platzieren. Diesen Tisch tun wir mal. Hier schön vors Fenster. Was haben wir noch? Ein Stuhl. Er kommt natürlich vor den Tisch, oder? So seitlich würde ich sagen. Hier, komm, da. Ja. Ja. Tisch mit Stühle. Was haben wir noch? Ziel. Warte mal, die kleine Dekoration, gibt es noch was? Ein. Wie kommt mir hier vor? Ist doch da irgendwie schön. Was haben wir noch? Zierrad. Haben wir da noch was? Nee, Zierrad haben wir. Ein. Kann ich das auch auf den Tisch stellen? Da wird es ja meistens Sinn machen. Kann ich? Na wunderbar. Wanddekor. Kameradentiere. Set für drin. Noch nicht vollständig. Keine Sets. Okay. Ach, erstmal X für speichern. Mich umschauen. Da ist jetzt ein Teppich. Und da hinten ist der Tisch. Ja, der ist auch gleich am Eingang. Gott. So, dann haben wir noch so viele Fragezeichen. Hier gibt's was. Wiederkunft der Gestirne, vertreibende Heimkehrbelohnung einsehen. Belohnung eingesammelt. Einsammeln. Einsammeln. Guess we can rest a bit. Schon wieder zwei Sachen irre. Ah, du musst hier jedes Mal woanders hin. Jetzt musst du hier wieder in den Bauplan, um den zu lernen. Und dann kannst du ihn später machen. Hier ist der Vogel hin. Auch noch ein Ausrufezeichen dran. Keine Ahnung, was hier. Irgendwas fehlt. Boah. Keine Ahnung, was. Wo? Weg. Keine Ahnung, einsammeln. Runde 2.
Und im Rucksack war irgendwie was neu. Bauplan mit der zur Platzierung von Ziegelsteinen. I still have a lot to do with the guild. How about you take a rest while I go back? Nur mit diesem Tisch und zwei Spülen kann man eine gute Zeit haben. Nur, ist klar. Ein Arbeitszimmer. Ein Festmarkt. Ein Klimaübergang. Ein Kalligrafie-Utensilien. Beflissene Kalligrafie. Ein Spielzeugstand. Ein Blumenschirmstand. Ein zweigliger Verkaufsstand. Ein gehärtete glasierte Tonvase. Boah, kann ich schon wieder viel machen. Grünäugige Katze. Aber die muss ich erst alle herstellen, ne? Da kann ich nicht einfach sagen, jetzt hier, ich platziere die. Weil... Doch. Die Katze. Haut's. Ein Set für drin. Noch nicht vollständig. Machen wir Details anzeigen. Was man nicht alles braucht. Teegespräch. Aha, ich verstehe. Und für das Bücherfreund, da muss man das ganze Zeug irgendwie machen. Da kriegt man wahrscheinlich extra Punkte, wenn man das hat. Und für hier muss man auch noch was. Okay. Also es gibt manchmal auch komplette Sachen geschenkt. Sollte ich die Kameraden da reinstellen? Weiß noch nicht. Damit es heimlich ist? Das machen wir später. Ja, noch nicht speichern. Ich habe die Katze da noch. Wo ist denn die Katze? Nicht mich. Die läuft einem dann immer über den Weg, wenn man da... Wo kommen die auch immer her, die Dinger? Mondlichtstein? Hab ich schon wieder was Neues gekriegt? Nee. Vielleicht kann ich draußen noch was platzieren, herstellen. Hof, Gebäude, Gelände. Oh, ich hab hier noch mal was. Muss ich hier nicht hier drin sein? Dekoration für draußen. Hop, 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 hop. Set für draußen. Und das hier ist, wenn du das alles hast. Da haben wir noch gar nichts von. Oder wenn du das hier alles hast. Kriegen wir immer gar nicht. Okay. Jo. Vielleicht bin ich dann irgendwann mal nicht nur heimelig, sondern gemütlich. Who knows, who knows. Hey, Knolle. Maybe you are not used to the. Null von 600.
Aber vielleicht kann ich ja noch was herstellen. Ach, ich kann ja noch was kaufen. Ich habe Kannentaler. Ich kann den Stoff kaufen. Dekoration kaufen. Esszimmer, Stuhl und so weiter und so fort. Das kann ich dann wieder hintun und Windmühlen-Astersamen. Ein Pfad der Werte Jadefeld. Ein Pfad der Werte üppiger Acker. Alles Zeug kann man dann kaufen. Ach, und später kannst du dir sogar das flüchtiges Harz und EPs draus kaufen. Hau hau, schaut, schaut. Und da wird's dann interessant. Oder Mora? Und für 10 kannst du dir sogar das Zeug kaufen, dass es sofort abgeschlossen wird. Das ist da auf jeden Fall. Gib mir mal alle 5 gleich. Da auf jeden Fall wert, oder? Und ein Küchenregal und ein blühender Busch und. Kann ich auch Holz kaufen? Will ich Holz kaufen? Busch, Busch, Busch. Stuhl. Ja, herstellen, oder? Glasliniensamen. Minzsamen. Auf den Feldern des Kannenreichs gepflanzt werden. Wird daraus eine so eine Seidenblume. Ja, eine Flüchse und dann ist gut. Oder wächst die nach? Ich probiere es mit den Seidenblumen. Die nachwächst oder nicht nachwächst, ist natürlich jetzt die Frage, ob sich das lohnt oder nicht. Ne? Ach, ich muss ja gar nicht laufen. Ich muss ja nur platzieren. Jetzt die. Hä? Ich hab die doch gekauft, oder? Hm. Hä? Vielleicht habe ich sie abgebrochen, wer weiß. Ich dachte, ich hätte die jetzt, dann könnt ihr die natürlich schon auch irgendwo hin tun. Ah, ich bin jetzt gemütlich, das ist doch schon mal was. Die sind nicht mehr da. Ein Samen, den du als Ersatzschachtel entnommen hast. Ein Qualitätssamen voller Leben. Der nur darauf wartet, auf den Feldern des Kannenreichs gepflanzt zu werden. Vielleicht muss ich ein Feld machen. Hier so ein Jadefeld.
Oder einen üppigen Acker oder ein gepflegtes Feld. Das ist es wahrscheinlich. Ich muss erst so ein Dings kaufen. Ein Erntefeld, welches durch die Erstellung deines Reiches entstanden ist. Der fruchtbare Boden ist reich an Nährstoffen. Die Pflanzen wachsen, haben riesige Wurzeln. Die Blumen haben riesige Wurzeln. Der ist also für Blumen. Warum ich 300 haben, dass ich hier überhaupt die Dinge anbauen kann. Ich verstehe. Die habe ich jetzt aber nicht mehr. Also 14 bis 16 Stunden. Naja, eigentlich wollte ich das ja nur abholen. Zurück nach Teyvat. Und jetzt nochmal. Ah. Das war das. Dann ist man nicht da, wo man das letzte Mal in Teyvat war, sondern. So, was habe ich denn überhaupt für Aufträge noch? Irgendwie ist hier noch was mit dem Ausrufungszeichen belegt. Und noch ein Teetisch. So, weg. Gut. Dann können wir schon wieder Nachrichten. Man sagt, es ist schon wieder lange her. Wirklich schade, dass du dich nicht auf Rechtsfälle einlassen willst, bei denen du meine Hilfe brauchst. Hä? Das war doch erst gestern. Ah, ja. Okay. Alles gut, tschüss. Weg. Mein Kreis hat vier Ecken. Was gibt's denn für Aufträge überhaupt? Da gibt's die Standardaufträge. Das war mir zu schwer. Das ist mir zu schwer. Das war auch zu schwer. Aber da kann ich weitermachen. Deins Life. Wo sammeln denn nochmal, wie viel EP man noch braucht? Ich brauche noch viel. Ich bin 33 und bis 35 war noch viel. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie die Tagesaufträge, mich zu langweilen. Nee, muss nicht sein. Ich mache stattdessen. Hier, den Zweighüter. Befrage Lorenz über den Fremdling. Catherine von der Abenteurergilde in Mondstadt informiert dich, dass ein sehr eigenartiger Fremdling in der Stadt aufgetaucht ist. Genau, der blonde, große, mit dem schwarzen Schuh. Du folgst Catherines Empfehlung, entscheidest dich für einen Versuch, Kontakt mit dieser Person aufzunehmen. Mal sehen, ob das klappt. So, wo ist er? Ach ja, der war ja direkt da. Am Eingangstor. Wo ich habe ja extra noch gesagt, der ist ja um die Ecke. Endlich mal was um die Ecke ist.
Erzähl, Lorenz. Was für eine Frau. Honorary Knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner Smithy for a while before I tried telling him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. Mitgemacht. Ja, lauf ich denn? Da machst du immer hin und her. Das macht die Story ein bisschen kaputt. Was hier? Stanley, der Abenteurer. Na dann, tschüss. What? You need something? Nee, ich brauche eine Axt. Ich brauche ganz viel Holz. Here. I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too, then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Sie kneipen, ne? Strength still filled. When you're everyone can hear your voice. What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! Have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just to drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him. But from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Diluc's opinion? Der Bart sieht ordentlich angeklebt. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's Diluc for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Komm ich
Nimm sie nicht mal. Auf dem Sitz am Geländer. Sir, the wine that you previously ordered is here. He's really here? Let's go downstairs and have a look. Geh nach oben, geh nach unten. Wo ist er denn? Schon wieder weg? Wo ist er denn? Ach, da sitzt er. Das ist gar nicht der, den ich suche. Der ist doch nicht blond. Der ist blond. Wie wollte ich da sitzen? Jetzt stehe ich wieder. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Why are you traveling? Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. Hab ich da am Anfang schon gemacht. So, guess we've broken the ice. That little one beside you. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Sure. He was so cold just a moment before. Hyman's got a bad feeling about this. But I will require advance payment. Was, du willst Geld dafür? Wie viel denn? Du kannst das so nicht schätzen ab. 500 Mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. Okay. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Question.